Ach so, ach ja, stimmt ja. Zumindest für die beiden Rennen habe ich ja jemanden rausgeworfen. Und da muss ich das Wort wieder ergreifen und die Formel 1 Interessierten da draußen wieder einmal begrüßen. Recht herzlich nämlich zum großen Preis von Abu Dhabi. Ein Saisonfinale, was entschiedener gar nicht sein könnte. Der Weltmeister startet von der Pole und auch ansonsten, ja klar, Weltmeister steht fest und auch bei den Teams. Gibt es nicht mehr viel zu rütteln, das ist soweit alles schon fast in Stein gemeißelt. Was können wir denn hier heute noch erwarten in der Wüste? Gute Frage. Das Rennen kann als Einzelnes nur noch von sich aus überzeugen, das Rennen für sich. Mal sehen, ob es das kann, die Startaufstellung, nicht weiter spektakulär, aber vielleicht wird das Rennen noch spektakulärer. Einmal Abu Dhabi, bitte sehr, bitte sehr. Das Rennen aus der Wüste und damit hallo allerseits und willkommen aus der Startaufstellung zum wohl letzten Mal bei FIN 2015. Wir auf der 6, ich muss ja sagen, Abu Dhabi, was wirklich toll ist, hier regnet es nicht. Das ist wirklich sehr positiv an dieser Strecke und der erste Sektor, der macht Spaß und es ist auch noch unser bester Sektor. Na immerhin. Wir stehen auf der 6. Wir haben 12 Punkte Rückstand auf Sebastian Vettel. Wenn wir punktgleich sind, müssten wir Kimi Räikkönen vorne stehen. Wir haben 2 Siege. Jetzt weiß ich nicht, wie viele er hat. In Kanada hat er auf jeden Fall gewonnen. Und ansonsten haben wir doch einige Podestplatzierungen, aber einige hat er auch. Na egal. Wenn er ausscheidet, müssten wir eigentlich 12 Punkte holen. Und das heißt dann letztendlich Platz 4. 25, 18, 15, 12. Platz 4. Also müsste ich mir auf jeden Fall einen Williams schnappen und auch vor beiden Red Bull bleiben. Oh Mann. Aber das werden wir mal sehen. 3 Boxenstops sind angedacht. Genau das habe ich mir auch gedacht. 2 frische Options habe ich noch. Und dann eben den 5%igen, mit dem wir starten. Also was klar ist, wir brauchen 12 Punkte im Vergleich zu Vettel, die wir eben aufholen müssen. Das wird hier im Normalfall nichts, wenn er Vierter werden sollte, wäre es dann gegangen? Na, dann gäbe es 12 Punkte und wir Erster 25. Ja, hey, aber muss man erstmal schaffen, ne? Aber sehen wir mal, was das letzte Rennen für uns parat hat. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Die erste Kurve ist hier noch nicht entscheidend. Eher die erste Linkskurve im zweiten Sektor, weil da können wir einiges gut machen. So, Massa, hart, aber fair, zeige ich dir, dass ich da bin. So, was machen die zwei da vorne? Jetzt kommt die Kurve. Wo wir was gut machen können. Der Williams im Ferrari-Sandwich. So, direkt hinter Vettel, aber ihn werden wir wohl nicht wiedersehen. Der wird sich jetzt absetzen und ja, das war's dann. Vielleicht kommen wir nochmal zugleich an die Box. Dann sehen wir uns dann nochmal. Aber Windschatten gibt er gut. Na, mal das Abkürzen, Vettel. Das war auf jeden Fall nicht Abkürzen, das war mehr Weg gefahren, als ich eigentlich wollte. Noch ganz gut beisammen hinsichtlich der Platzierung. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 28 Runden. Okay, Runde 6 und der letzte Sektor schmeckt mir bisher gar nicht. Da fühlt sich der Wagen so unschön an. Deswegen kann sich da Vettel meilenweit absetzen. Der erste Sektor unser Sahnehäubchen. Wir sind noch fast am Anfang des Rennens, also ist die Benzinlast im Moment ganz schön hoch. Die Handhabung sollte sich verbessern, wenn sie weniger wird. Und dafür ist der letzte Sektor einfach nur so ein Häufchen aufgeschäumter Essig. Oder so ähnlich. Oh. Also so gelb, hä? Interessant. Dann wohl aus der Aktion vor hier genau einer Runde. Würde ich jetzt mal nehmen.
Ansonsten wäre Bottas wohl noch mal eine Ecke schneller. Er saugt sich ran. Um Vettel muss ich mir, wie gesagt, keine Gedanken mehr machen. Der ist weg. Ich hatte ja schon im Force India Probleme, als ich den schwächeren Teamkollegen hatte, da zu folgen. Ist klar, da wieder, das kenne ich noch zu gut, gegen Räkeln. Stimmt, das war mit dem Toro Rosso, ne? Das war doch auch so eine Aktion, die jetzt nicht unbedingt so prickelnd war, aber die mir im Gedächtnis geblieben ist. Wobei nicht im Toro Rosso, es war... Da waren wir doch im Red Bull? Gott. Egal, ich weiß, da war was mit Räkeln an dieser Stelle, wo Bottas gerade angesetzt hat. Aber egal, welche Saison jetzt. Ich habe ein Rennen zu fahren. Nicht nur irgendeins, es ist das Saisonfinale. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Ja, von Bottas hätte ich mir... Hätte ich mir doch etwas mehr erwartet, aber er soll ja einen Schaden haben. Die Lücke zwischen dir und Vettel beträgt 5 Sekunden. Mach weiter Druck. Was, Druck nach hinten oder wie? Boah, komme ich hier beschissen raus. Damit fährt er vorbei. Weil DS bekommt er ja noch. Und zwar hier. Das Anbremsen hier ist ja unser Gebiet. Und hier bloß nicht den Wagen verlieren. Jetzt mache ich hier links zu. Sebastian ist direkt vor dir. Da bin ich heute mal sehr konsequent an dieser Ecke. Also Platz 4 wäre schon geil. Am Ende. In diesem Rennen. Aber hinter Bottas kommt die jetzt auch so langsam näher, weil wir ihn aufhalten. Boah, der letzte Sektor ist ja gar nichts im Vergleich zur Konkurrenz. Wie oft nach Bottas da im Rückspiegel auftaucht. Erster Sektor ist eher gar kein Thema, zweiter Sektor etwas mehr, aber der dritte umso mehr. Das war nix, muss ich aufpassen. Aber Verbesserung im ersten Sektor? Hoppa. Wieso hat der jetzt darunter geschalten? Das war nicht meine Anweisung. Nicht in den ersten Gang. Na dann sag mal Bescheid. Jetzt bleibe ich mal auf Standards. Habe ich ihm da links die Möglichkeit gegeben? Ich bremse mich da rein. Das war jetzt bewusst der erste Gang. Jetzt muss ich da Platz lassen. Nur heck. Da kommt der nächste an. Das ist Massa. Kacke. Boah, Knall zugemacht. Oh, Entschuldigung, ich lasse dich wieder vorbei. Aber jetzt kommt... Boah. Bottas wollte ich vorbeilassen, der ist ganz vorne und einmal hin. Das war einfach nur unfair. Na, geht doch Turbulenz zur Sache. Ist auch schön. Wobei, wenn ich gegen die bestehen will, brauche ich einen Vorsprung für die Primes. Aber den werde ich mir nicht rausfahren können. So, kommt bitte dieser letzte Sektor hier. Der schlimme. Also in Massa will ich noch vorbei. Bottas könnte schon zu weit weg sein. Zwei Runden.
das Feld an. Der erste Sektor war jetzt auch nicht so schön. Boah, wie früh die da bremsen. Stimmt, da war ja was. Die da rauskommen. Na, immerhin darf ich jetzt Benzin sparen mit Fett. Windschatten und der ist schon geil, okay. Da wollte Masse aber keine Berührung. Danke. Das mache ich hier wieder zu. Das habe ich ja vorhin versäumt. Hallo Reifen, hier geblieben. Boah, Wagen du auch. Huppa, hallo. Kollision. Also Bottas ist weg. Wobei, vielleicht kommen wir zugleich rein. Ja, selbst dann, ich muss den Undercut machen. Und selbst so wird es schwierig. Ich mag diesen Schlussteil einfach nicht. In der Box ist jetzt keiner. Der macht immerhin keinen Undercut. Auch kein Massa. Und der klebt hinter uns. Das war schon leicht eng. Und das war abseits der Strecke. Aber man sieht ja, es kostet gerade Zeit. Der hat jetzt auch noch DRS, aber wir haben vollen Windschatten. Jetzt haben wir aber keinen Windschatten mehr, deswegen komme ich jetzt überhaupt nicht ran. Jetzt spendieren wir ihm wieder DRS. Okay, du bist jetzt auf etwas abgenutztem Gummi unterwegs. Der Grip sollte noch eine Weile in Ordnung sein, aber sei vorsichtig. Er wird nachlassen. Etwas abgenutzt ist gut. Naja. Oh, heck. Da gab es einen Positionswechsel hinter uns. Mal ganz kurz. Perez, okay. Immerhin wird es hier keine einsame Fahrt im letzten Rennen. Mir wäre es lieber, wenn jetzt Bottas drin wäre. Und hinter uns ist schon mal nicht Massa. Williams steht bereit. Da war jetzt Massa. Massa ist doch drin, okay. Massa ist vorbei, weil wir jetzt Verkehr hatten. Finde ich ja weniger cool. Aber den kann ich noch bekommen. War doch. Hier unten überholen, das wär's, ja. Wir haben uns touchiert. Hart, aber fair, will ich meinen. Ich fahre nach auf Mager, das ist mir bewusst. Muss ich schnellstens ändern. So, wer bekommt ihn jetzt eigentlich? Ah, super. Die Benzinlast beträgt nur etwa 75% des Startbenzins. Doch 75%. Ein Mary vor uns und wir nur auf der 16. Als einer der ersten Stopper. Nochmal. Keine Berundung. Duell gegen Mary. Aber ein sehr ungleiches. Vettel jetzt drin. Mary noch hinter uns.
Danke. Warum blockieren die Reifen da schon? Hab doch gerade erst minimal angefangen zu bremsen. Der Wagen hinter dir bekommt gerade Options aufgezogen. Options am Wagen hinter dir. Achso, Massa auf der Strecke bekommt den Reifenwechsel. Okay. Bottas vor uns. Ansonsten ist keiner vorbeigeschlüpft. Bottas ist an der Box. Nee, beim Ausgang. Schlängst du raus. Ja, Massa hat's ja gut aufgehalten. Upsa, abkürzen. Bin ich jetzt langsamer? Massa ist aber nicht weit weg. Aber auf dieser Geraden kommt er nicht vorbei. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 21 Runden. Runde 13 kommen wir also rein. Auch hier soll es nichts für Massa werden. So, jetzt hier nicht das Heck verlieren. Super, und die Sonne wird dann noch schön blenden. Jetzt, wo die Reifen noch recht frisch sind, geht der letzte Sektor auch besser von der Hand. Wobei das war jetzt Mist. Maldonado vor uns. Okay. Dann ist der auf Primes gestartet. Jetzt ist aber drin. Massa hinten dran. Der langsamere von beiden Williams-Fahrern. Na, dann haben wir noch was vor uns. Treibstoff. Wir haben etwas weniger Sprit als geplant. Achte darauf, das noch auszugleichen. Sehe ich auch so. So, ich vorne, er hinten, er DRS. Und er ist recht nah dran. Er wird auf jeden Fall gleich neben uns herfahren. Oh, ich habe das Schild mitgenommen vorhin. Es kostet gerade Zeit auf alle anderen, aber immerhin, ich bleib so vor Massa. Immerhin bleibe ich so vor Massa. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Hamilton hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Dann gab es da vorne bloß einen Dreher, keinen Unfall. Mit Quert nehme ich an. Was war denn das jetzt? Hast du mich angeschoben? Da liegen Teile. Ich hatte das Gefühl, ich wurde gedreht. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit dem Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Das muss ich mir im Nachhinein nochmal anschauen. Unser Fahrer, Kimi, hat aber nicht die Hand gehoben. Interessant. Jetzt haben wir auf jeden Fall was zu tun. Wir sind aktuell aus den Punkten raus, nach den Boxenstops. Nach den ersten. Dann mal los. Da vorne ist eine schöne Gruppe, wo ich mich durchwurschteln kann. Aber gegen Massa wird es jetzt so nichts mehr. Muss ich mir echt nochmal anschauen. Ich hätte keinen Blick für den Rückspiegel. Müssen wir uns noch später anschauen.
Ericsson greift Verstappen an. Also im Verlauf des Rennens kommen wir noch nach vorne in die Punkte, ja, aber Platz 5 und 6 und 7 wird schon schwierig. Platz 5 und 6 auf jeden Fall schwierig. So, wir bekommen gleich zu tun. Vor einer Runde war es soweit. Da war der Wagen weg. Na, immerhin gibt es so ein paar Offensiv-Überholmanöver. Defensiv-Überholmanöver, wie soll das aussehen? Ich sage einfach mal Defensiv-Zweikämpfe. Und jetzt eben Offensiv-Zweikämpfe, die wir leben werden, weil ich nach vorne muss. So, Benzin werde ich noch nicht raushauen. Runde 13 war es, ne? Boxenstopp-Fenster. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich übernächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 18 Runden. Ja, Runde 13. Das war zu viel des Guten. Reicht's noch für DRS von gerade? Ne, hier hinten war die Linie. Dann nicht. Vorne wird nebeneinander hergefahren. Gar nicht mal so schlecht. Und er wird sich berührt. Vorsicht, Jungs. Ja, man sieht, nebeneinander herfahren kostet Zeit, was wir vorhin mit Massa und auch mit Bottas getrieben haben. Wir haben jetzt etwa 40% Benzin verbraucht, also sind noch 60% übrig. Da sieht man es gerade. Ericsson kann sich jetzt absetzen, weil wir nebeneinander herfahren. Immerhin schön und wichtig Verstappen bekommen. An Ecken, wo man eben bloß mit einem stark überlegenen Auto was reißen kann. Es war zu früh der dritte Gang. Da ist Verstappen wieder vorbei. Hauptsache Wagen gefangen. Mann, es wird echt noch ein hartes Rennen. Den muss ich eh anbremsen, weil die eh anbremsen. Ansonsten ruhig ruiniere ich mit die Reifen zu sehr. Sainz ist damit auch rangekommen. Jetzt fahren wir erstmal an Verstappen vorbei und das locker. In anderthalb Runden kommen wir rein. Im Verstappen muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Der ist zu langsam, als dass er hier angreifen kann. So langsam steht die Sonne wieder sehr schön. Untersteuern, weil Kurvenscheitel verpasst. Man sieht wieder, der letzte Sektor, das ist der Knackpunkt. Da reiße ich gar nichts. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ich werde hier runter reinkommen.
Nee. Wenn eben Ericsson, der wird dann eingeholt. Aber der Ericsson hält sich echt nicht schlecht im Rennen, wie in der letzten Saison. Kann sich sehen lassen. Und die Saubers sind hier gar nicht mal so verkehrt unterwegs. Selbst für DRS hat es noch gereicht, gerade so. Wieder etwas zu weit gefahren. Mit DRS etwas zu spät angebremst. Jetzt werden wir noch nicht vorbeikommen. Zu weit weg. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Boah, die Reifen wieder. Die Armen. Deine Vorderräder blockieren. Versuch die Bremsbalance nach hinten zu regeln. Das fällt dir aber später auf. Ich komme in die Runde rein, Jeff. Keine Angst. Aber auch ein Ericsson kann sich absetzen. Oh, abgekürzt. Wird wirklich noch ein hartes Stück Arbeit werden. Alle noch im Rennen. Da vorne. Fertig, los jetzt. Vett Hülkenberg. Und der liegt ja normalerweise gut in den Punkten. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Der hat noch einen guten Vorsprung. Das war jetzt keine gute Ausfahrt. Das war vorhin besser gegen Massa. Bin noch weit genug vorne, deswegen kann ich das durchziehen. Und so langsam kommen wir zur Halbzeit. Boxenstoppfenster. Sechs Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Seid ihr Mexiko-Anzüge? Haha. Wie in der letzten Saison, aber da war es eben in Mexiko. Da war es aber kein Positionskampf. Denn damals bin ich auf dem Treppchen gelandet. Ist nicht dein Ernst, du Arsch. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Hier war ich jetzt nicht auf der Höhe. Ach Gott. Nicht so aggressiv. Du musst saugen, sonst kassieren wir eine Strafe. Nicht so aggressiv. Toll, direkt nach dem Box ist er wieder rein. Scheiße, er wird wieder nichts mit Punkten, oder? Ah. Ich hab's noch gesagt gegen Bottas. Was soll denn das, ey? Das ist doch gemein. Wir haben noch 25 Kilo Benzin im Tank. Noch 25 Kilo Benzin. Ich fahre die jetzt weg. Dann kommt der letzte Reifensatz aus Q3. Na toll, der war gerade drin, jetzt fahren wir nochmal rein. Ach Gott. Da war jetzt nun wirklich gar kein Platz. Da war jetzt gar kein Platz, aber da hat selbst der Männer noch Platz gesehen. Also gegen Bottas habe ich ja noch mehr Platz gelassen. Los, los, los. Als gerade eben. Okay. Durchfahren werde ich nicht, ganz klar. Dann habe ich die Härteren immerhin weg. Jetzt werden wir gleich überrundet. Also Abu Dhabi ist genauso bezeichnend wie Monaco, wobei hier mehr Platz ist, aber irgendwie hatte Abu Dhabi bisher immer irgendwas. So auch hier heute. Jetzt mal vom Dreh abgesehen, der war jetzt nicht so schlimm, wir hätten es dann noch in die Punkte geschafft, aber jetzt, mit einem zusätzlichen Boxenstopp und diesem Dreher eben,
So wird das nichts mit Punkten. Bin jetzt auch mal gespannt, wie ich mit den Reifen zurechtkomme bei freier Fahrt. Bin ja voll frei hier hinten. Niemand um mich herum. An Punkte glaube ich nicht mehr. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Was die Benzinlast angeht, haben wir laut unserer Daten etwa die Hälfte des Startbenzins übrig. 50% Benzin. Ohne den Dreher vielleicht eine ganz kleine Chance. Aber jetzt einfach mal das Rennen sein lassen und fahren. Nase, komm zum Boxenstopp. Hat er sich auch die Nase angefahren? Ja, ja, ja. Zeig es uns. Das war ja gerade mal die Runde aus der Boxengasse. Okay, die Reifen sollten noch eine Weile in Ordnung sein. Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber pass auf, wenn du sie stark belastest. Dauert nicht mehr lang, dann werden wir berundet. Auch von unserem Teamkollegen. Hätte ich aber auch nicht gedacht, da kegelt uns ein Männer aus dem Rennen, im Sinne von aus den Punkten. Und das bei einem Positionskampf. Nun, denn. Bisher lassen die Reifen sich für Primes ganz gut fahren. Kann aber auch täuschen, weil ich niemand um mich herum habe, wo ich mich orientieren kann. Ja, sag bloß. Danke für die Info. Chef gleich mal nach dem Boxenstopp fragen. Boxenstopp-Fenster. Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 12 Runden. Okay. Dann kann ich gegen Ende immerhin nochmal mit den Options fahren. War zu viel des Guten? Hoi. Kommt mir das Heck noch darum? Erste größere Unsicherheit mit diesen Reifen. Treibstoff? Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Wir liegen etwas über dem optimalen Benzinstand. Die Benzinlast ist ein bisschen zu hoch. Na, lieber so als zu wenig. Benzin werde ich dann mit den Options raushauen. Red Bull macht wohl gleich Boxenstopp. Die Crew bereitet sich vor. Ja, zum letzten Boxenstopp. Wir dürfen ja auch noch mal rein. Fahrer vor mir. Maldonado vor dir. Etwa 20 oder mehr Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 12 Runden. Also die 20 Sekunden sind heftig. Maldonado sollte in den nächsten 5 Runden zum Reifenwechsel kommen. Na, immerhin kommt er nochmal. Aber er ist ja kein Reifenschoner. Das ist Mist. Du baust den Vorsprung zu Stevens aus. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde langsamer als deine. Ich höre mal bloß eine Sekunde und das Schild ist weg, ne? Ich glaube, ich werde auf den Geraden hier doch schon mal was raushauen.
Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Immerhin tun sich da ein paar Wolken auf. Ich schalte jetzt nicht wegen Jeff um, sondern weil die gerade zu Ende ging. Aber ich fühle mich gerade in einem ganz guten Rhythmus. Das kann sich nämlich fallen lassen. Fahrer vor mir. Maldonado liegt vor dir. Der Abstand beträgt etwa 20 plus Sekunden. 20 plus. Du holst immer noch. Runde 8 Zehntel auf 8 Zehntel. Na geht doch. Noch 10 Runden zu fahren. Ja, oder vielleicht gar keine mehr. Ja, da fehlt auf jeden Fall ein Schild. Habe ich jetzt nach der letzten Runde mal deutlicher drauf geachtet. Da sagt das Unterbewusstsein, hey, hier fehlt was. Und ja, da fehlt wirklich was. Dafür fühle ich mich mit den Reifen gerade echt wohl. Es flutscht ganz gut. Na, da hat zu viel geflutscht. Das war zu weit draußen. Und er fällt jetzt zum letzten Mal rein. Wobei, Force India die Reifenfresse abkürzen. Hat mich aber auch gekostet und auch hier die Linie. Da war ich jetzt wieder etwas draußen. Okay, beim nächsten Maldonado wird abgehauen sein. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in zwei Runden. Zwei Runden. Ach, und Hülkenberg ist jetzt vor mir, okay. Also bin ich jetzt wieder eine Sekunde langsamer als Maldonado. So hatten wir es ja vorhin schon mal mit Stevens. Ja, jetzt mit relativ alten Reifen haue ich kein Benzin mehr raus. Das mache ich dann auf den Options. Ui. In Sektor 1 und 2. In der 3 nicht. Da verliere ich den Wagen noch eher, als dass es mir was bringt. Bin da echt mal gespannt, was mit Massa war, als wir uns da unter dem Hotel gedreht haben. Das muss noch aufgeklärt werden. Das finde ich ist gerade das Spannendste. Weil ich nämlich Stand jetzt gar nicht einschätzen kann, was da los war. Ich meine, ich wurde gedreht. Ist uns aber da auch noch nie passiert. Mal schauen. Da bin ich die letzte Kurve zu früh angefahren. Stop.
Und Vettel ist auch drin. Er ist nicht weit hinten. Ja toll, da wären Autos, aber die sind schon zum letzten Mal drin gewesen. Insofern ist es blöd. Demnach bezweifle ich auch, dass wir nochmal jemanden zu Gesicht bekommen. In einem Offensivzweikampf. Wenn, dann eher eine Überrundung. Leichtes Heck verloren in der Kurve. Boxenstopp-Fenster. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich nächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 8 Runden. Nächste Runde schon mit einem angefahrenen Reifen? Ja, wobei, wir werden wohl eine Runde weniger fahren. Halbe Rundung. Boah. Von daher werde ich mal Runde 22 reinkommen. Jetzt passt es wieder gerade gar nicht. Linie, komm her. Langsam sind die Vorderreifen auch schon zu alt. Jetzt schmecken sie mir nicht mehr. Das ist mit dem Primes so ein markanter Punkt. Zumindest für mich. Ich komme ja gar nicht mehr rum. Hier geht's jetzt noch. Aber bei langsamen Kurven war es gerade schwierig. Fahrer vor mir. Den sehen wir auch nicht mehr. Schade. Im letzten Rennen kein Maldonado-Zweikampf mehr. Okay, das Auto sollte jetzt viel leichter sein. Wir haben nur noch etwa 25% Benzin übrig. Viel leichter im Vergleich zu wann? Viel leichter als in 5 Runden? Das wäre Quatsch. Im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Verstappen jetzt vor uns. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Gleich wird sie wieder gelb. Jep, Verstappen. Arg langsam. Straf doch. Dann haben wir eigentlich doch noch einen Gegner. Verstappen, aber der fällt jetzt weit zurück. Also wird er doch nicht unser Gegner werden gegen Ende des Rennens. Auf die freue ich mich jetzt noch, auf die Options, auf bessere Rundenzeiten, wobei die Reifen eben angefahren sind. Das müssten eben die aus Q3 sein, die letzten. Los, fahr jetzt. Sie sind hier noch nicht wirklich erkenntlich angefahren, aber mal sehen, wie schnell der Farbe drauf kommt. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Nicht mit dem Hinterreifen hängen bleiben. Die letzten zwei Ausfahrten hier. In diesem Rennen waren ja doof. Die erste war super. Da war Massa zu langsam. Ah, oh, coole Reifen. Da vorne ist ein Mercedes. Fahrer vor mir. Mal sehen, ob ich das noch unter 20 Sekunden bekomme. Sollte es sein. Weil 25 Sekunden hat Chef jetzt nicht angesagt, also was zwischen 20 und 25. Treibstoff. Hier eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Wir haben einen kleinen Benzinüberschuss. Sehe ich auch so.
abkürzen. Bei meiner noch bei Feind 2014 Lieblingskurve hier auf dieser Strecke. Lässt sich mittlerweile aber echt ganz anders fahren. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Macht aber eben noch am ehesten Spaß. Hamilton führt das Rennen an. Wenn man mal vom ersten Sektor absieht. Gutes Tempo, aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Okay, das geht nicht. Verstappen müsste auch nochmal auf den Options unterwegs sein. Fahrer hinter mir. Verstappen liegt hinter dir. Der Abstand beträgt über 15 Sekunden. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Wobei, der müsste auch 4 angefahrene Reifen haben. Q1, Q2 jeweils zweimal raus. Also 4 angefahrene Reifen. Demnach kein frischer mehr. Mache ich schon noch, aber nicht im letzten Sektor. Da verliere ich noch Zeit wegen der fetten Einstellung. Mal gucken, wie die nächste Runde wird. Hinsichtlich der Rundenzeit. Hätte ich schon fast im 4. Gang bleiben können. Der erste Sektor wird grün. Absolute Beste im ersten Sektor. Treibstoff. Wir haben etwas mehr Sprit als geplant. Wir können etwas Sprit verheizen. Fahrer vor mir. Button liegt vor dir. Der Abstand beträgt etwa 20 plus Sekunden. 20 plus. Du nimmst ihm pro Runde 1,8 Sekunden ab. Jetzt sind es noch 4 Runden. Also hat sich Maldonado jemanden geschnappt. Den zweiten Sektor fand ich jetzt nicht so toll wie den ersten. Dennoch Verbesserung. Nee, dritter Gang ist immer noch nichts. Das war jetzt ein Test, aber durchgefallen. Oh, da kam das Heck wieder rum. Finde ich weniger schön. Rundenzeit nicht verbessert. Dafür war der letzte Sektor auch sehr doof. Das war daneben. Neben der Strecke. Jetzt habe ich auch nicht so viel im ersten Sektor gefunden. Fahrer hinter mir. Verstappen hinter dir. Über 15 Sekunden Abstand zwischen euch. Jetzt sind es nur noch 3 Runden. 3 Runden. 2. Weil wir berundet wurden. Da war ja auch mal was in Australien. Eine Runde zu wenig. Das ist zu früh. Fahrer vor mir. Button vor dir. Etwa 20 oder mehr Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 3
Da stimmt Jeffs Ansage aber wieder nicht. 1,8 und 3 macht 4,8. Dann war ich wohl 24,9 Sekunden hinter Button. Oh. Kam der Wagen beim Anbremsen rum? Spricht eigentlich eher für eine blockierende Hinterachse. Da kann ich jetzt mal im vierten Gang bleiben. Der dritte ist dann noch schneller. Noch schneller. Verstappen verliert pro Runde eine Sekunde auf dich. Er fällt zurück. Zu weit, glaube ich, gefahren. Einer ist ausgeschieden. Wenn das Vettel ist und ich nicht gut genug punkte. Aber unser Rennen hatte ganz andere Probleme. Schon die letzte Runde. Die Reifen würden noch was hergeben. Die volle Renndistanz allemal. In der letzten Runde noch eine persönlich schnellste, das wäre immerhin was. Es sind gerade einmal 5% des Startbenzins übrig. 5%. Wollte schon sagen, so langsam wird's eng mit dem Sieger. Aber da vorne war er noch. Na, immerhin nochmal die Runde verbessert in der letzten Runde. Aber nur Platz 15 und da hinten ist Sebastian Vettel also noch im Rennen. Also ist er dann Dritter geworden? Ja, da ist es sowieso hinfällig, unser teaminternes Duell. Aber mal schauen, wie die Einzelstatistik aussieht, Qualifying und Rennergebnis. Lewis Hamilton hat das Rennen heute mit einer eindrucksvollen Demonstration seiner Stärke dominiert und hochverdient gewonnen. Er scheint sich an diesem Wochenende in seinem Mercedes sowas von wohl zu fühlen und obendrauf gibt's neben dem Pokal noch 25 Punkte. Ja, das Ergebnis wird für viel Freude sorgen. Das war eine fantastische Fahrerleistung. Quert mit 2 Stops, bis auf die 7 vor, stark. Das Rennen, das letzte Rennen gewinnt aber Lewis Hamilton. Dann kommt Rosberg und dann eben Sebastian Vettel. Den haben wir ja noch gesehen. Der ist ja nicht ausgeschieden. Bottas auf der 4 und Massa. Massa, was war da mit dir? War das eine Spontandrehung des Wagens? Oder hast du da wirklich nachgeholfen? Na, mal sehen. Danny Ricciardo auf der 6, dann Daniel Quert, Grosjean, starker 8er vor beiden Force India. Nicht übel. Dann Perez, Hülkenberg und Ericsson heute auf dem undankbaren 11. Platz. Sainz, Maldonado, Jensen, Button. Sieht ganz danach aus, dass Alonso ausgeschieden ist. Verstappen, Mere, Nasser, Alonso. Okay, doch nicht. Eine Strafe gab's für Nasser. Okay. Mere vor Nasser und Alonso. Da waren die wohl auch mit Verstappen beschäftigt, so oder so. Wir haben ja auch am Ende des ersten, zu Beginn des zweiten Sektors fehlten ja auch Schilder. Ein Schild, das kann gut damit zusammenhängen. Was gab's denn sonst noch? Quert am Ende auf den Options. Ja, ist auf den Primes gestartet von da ganz hinten. Und eben wir und eben auch Nasser. Vorfälle. Bottas Kollision mit Vettel, Runde 1. Deswegen wurde leichte Schaden. Dennoch war er ziemlich schnell. Der Valtteri. Massa und wir. Runde 5. Das war das, wo ich gesagt habe, Kollision. Das war jetzt nicht die Aktion. Unter der Tribüne. Aber dann Runde 9. Schaut mal, Massa und Räikkönen. Gut, wir hängen einander. Das kann es gewesen sein, was er da hier vermerkt hat.
Aber das werden wir auch nochmal sehen. Stevens und wir, ja, das war Nase ab. Und da hängen wir auch mit drin. Verstehe ich nicht, aber wer muss das schon verstehen? Der Führende mit Nasser. Okay. Aber die Strafe gab's mit Kollision gegen Verstappen in Runde 9. Und am Ende nochmal Verstappen mit Button. Ein kleiner Trost könnte sein, dass mein Abstand nicht so groß zum Teamkollegen ist wie der von Rosberg. Rosberg musste ja in Brasilien ausscheiden und wir hätten es auch ganz klar selber in der Hand gehabt. Russland, naja, ist das eine, aber alle Rennen, die zählen letztendlich und da kommt eben das bei raus. Und was wir hinten noch sehen, Massa konnte noch Danny Ricciardo überholen, 2 Punkte. 2 Punkte, die ja da vorne liegt. Und ansonsten, ja, hinten hätte es noch was geben können, gab es jetzt soweit gar nicht. Und bei den Konstrukteuren hat sich jetzt auch nichts weiter getan. Also die Abstände da hinten, die waren recht knapp, aber die waren dann doch zu groß, als hätte da was passieren können. Und wir waren sowieso da auf Platz 2 ziemlich sicher, nach oben sowieso fast doppelte Punkte. Na gut, so schlimm dann doch nicht. Aber nach unten, da sieht's gut aus. Glückwunsch zur 6. Meisterschaftssaison. Könnte da stehen, steht aber nicht. Wir haben uns im Qualifying besser geschlagen als der Teamkollege, aber im Rennen nicht und deswegen liegen wir dann wohl auch am Ende eben hinter Sebastian Vettel. Schade, schade. Ein enges Duell, aber dann eben doch punktemäßig doch recht eindeutig. Wir liegen auf der 2 in Sachen Konstrukteurswertung, 47% der Punkte. Na, immerhin musste Vettel in dieser Saison nicht so viel alleine machen. Aber ich habe es mir eben etwas anders vorgestellt. Aber dennoch waren die Rennen so, wie sie waren, doch irgendwie in Ordnung. Das war jetzt nun kein Ergebnis, was man sich für ein letztes Rennen wünscht, aber so ist es nun mal, so kommt's. Rennen wie in Monza oder auch Ungarn, die sind eher seicht, da war jetzt weniger los, dafür war hier wieder mehr los, zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Und ein bestimmter Grad, den hat auch Bottas erreicht. Und zwar kam er in ein Ferrari-Sandwich, wie wir es jetzt hier vorne sehen. Erster Vorfall der Liste. Und angeblich hat er sich da einen Schaden eingefahren. Und dazu kommen wir später nochmal, das werden wir uns nochmal anschauen. Jetzt schauen wir uns erst nochmal das Ganze aus der engen Sicht vom Finn an. Wie ein Finne links und ein Deutscher rechts so ihn einquetschen. Ja, und wahrscheinlich hat er sich bei uns am Hinterreifen die Nase angehauen. Und jetzt lauscht einmal. Lauscht einmal, ob ihr was hören könnt. Je schneller der Wagen wird, desto eher kann man deine Luftverwirbelung hören. Also ja, sein Wagen war angeschlagen, aber davon habe ich jetzt nichts gemerkt. Also bedeutend langsamer war er jetzt nicht, aber vielleicht hätte er auch schneller gekonnt. Oh. Oh ja, da habe ich Reaktion bewiesen bei dieser Aktion noch. Da wollte uns der KI-Fahrer, in dem Fall Bottas, drehen. Da konnte ich reagieren und nach rechts schnellen. Das hat soweit funktioniert, später eben nicht. Wir wurden überholt von Bottas und ich konnte direkt wieder ansetzen, Windschatten anbremsen. Das ist eine Kurve Ende erster DS-Zone, wo das geht, was uns soweit bewusst ist. Aber damit geht es gleich weiter. Erstmal abkürzen, Frechheit, Bottas. Aber ich habe da mein Heck verloren und deswegen kam auch nochmal Massa ran. Massa konnte sich neben uns setzen, vorfahren, weil er auch den schnelleren Wagen auf der Geraden hat. Und dann wurde es zu eng, weil ich da übertrieben habe. Bottas wollte ich vorbeilassen. Jetzt kam links noch Massa an. Bottas habe ich vorbeigelassen und Massa konnte daraus auch noch profitieren. Blöd gelaufen. Aber da war es einfach zu viel meinerseits. Es war mir dann wieder wichtig, dass ich den Bottas da wieder vorbeilasse. Und abkürzen Massa. Und dann ging es eben los, das Heranfahren und Massa wieder anbremsen nach der ersten DS-Geraden. Da gibt sogar jemand nach, das ist mir neu, aber dann kommt Boxenstoppzeit und das sieht schön aus und das war auch schön, weil die Ausfahrt einfach am Limit war und ich konnte an Massa heranfahren und mir war er sogar zu langsam. Das ist bei den späteren Boxenstops nicht mehr so gelungen. Ist mir nicht mehr so gelungen, schade drum, aber das war eben der Grund, warum ich dann direkt nach der Boxengasse an Massa dran und vorbeifahren konnte. Das hat soweit funktioniert, habe ich auch den Ausgang soweit gut hinbekommen und dann rechts vorbei, das war eng, ja, aber es war ein tolles Duell, das war noch eine sehr schöne Zeit. Eine sehr schöne Zeit hier im Rennen. Die beiden Williams, die waren ein guter Gegner. Bis zum gewissen Punkt.
Dazu kommen wir aber noch. Dazu kommen wir noch. Ihr konntet es vielleicht schon im Rückspiegel sehen im Rennen, aber nochmal Duell mit einem Weißen. Anbremsen, nach der ersten Geraden, funktioniert soweit wieder und nächster Zwischenfall in der Liste, Nasser und Verstappen. Kurz nachdem es bei uns geknallt hat und da war Nasser einfach ziemlich blöd an dieser Stelle, haut er seinen Wagen weg, schwupps fährt er aus dem Bild raus, sieht schön aus, aber damit war sein Rennen gezeichnet, also in der zweiten DRS-Zone. Springen wir einfach mal weiter, zum Beispiel an eine Stelle unterm Hotel, wo es gekracht haben könnte. Da ging es mit mir durch. Und warum ging es mit mir durch? Weil mich Massa gedreht hat, dieser kleine Arsch. Also echt, ey. Da war das Rennen etwas gelaufen, aber beileibe noch nicht zu Ende. Das war es an dieser Stelle noch nicht. Schauen wir das Ganze auch nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und die Perspektive wird gleich ganz schön. Achtung, hier oben die Kamera am Dach des Hotels. Dort bei der Überführung, Unterführung. Haben wir uns verhakt und ich habe den Wagen soweit rollen lassen, um direkt wieder weiterfahren zu können. Hat soweit wunderbar funktioniert. Es sieht von oben schöner aus, als es von unten zu erfahren war. Aus der Sicht von Perez sieht man, dass sich das Ganze schon ziemlich aufgelöst hat. Da bin ich schon im Rückwärtsrollgang. Und nochmal aus der Sicht von mir. Dreht er mich, ey? Ah. Damit war die Platzierung vor Williams auf jeden Fall Geschichte und auch direkt dahinter, aber die Punkte waren an dieser Stelle noch drin. Das Rennen wurde wann anders entschieden. Das war jetzt noch die Stelle vorm Zwischenfall mit Stevens. Da konnte ich an Verstappen ran. Die Kamera ist wunderbar zum Abkürzen für Rechtskurven. Da ist es mir gelungen abzukürzen. Hier habe ich auch die weiße Linie angefahren, aber sieht auf jeden Fall schön aus. Sieht schön aus, hat sich wohl auch Stevens gedacht im Rennen. Beim Kampf um eine Platzierung kann er vorbeifahren, im Anbremsen haben wir wieder Vorteile und dann waren wir wieder vorne, aber leider nicht entscheidend. Und jetzt kommt's, wo ich geschlafen habe, wo ich nicht erkannt habe, dass er da links ansetzen will, obwohl da gar kein Platz ist. Also Platz war da schon, aber wieder da rein ist. Eine Kameraperspektive, wo man recht wenig sieht, da müssen wir woanders hinspringen und zwar aus der Sicht von Stevens. Jetzt zieh da gleich rüber. Und nimmt uns mit und er bleibt ganz. Ich fass das nicht. Nasser ging kaputt. Er hat sich auch da reingefressen, wo er nicht hätte reinfressen dürfen. Und für mich war einfach der Weg zu knapp da links. Naja. Lewis Hamilton, was war denn da los? Zusammenkunft mit Nasser. Schon wieder Nasser. Schon wieder Nase ab. Und ja, auch wenn da die beiden Platz machen müssen, heißt das noch lange nicht, dass er Hamilton da so reinfahren kann. Hätte eine Strafe verdient gehabt und damit wäre er seinen Sieg vielleicht los gewesen. Das nur mal so am Rande. Also da ging der Weltmeister übermotiviert ran. Zwischenfall Verstappen und Button. Auch in der zweiten DS-Zone und hier kommt Button wunderbar davon. Und Nasser, was sage ich Nasser? Verstappen haut sich die Nase an. Also ich kam da nicht gut durch, obwohl ich da das Opfer war. Verstappen kam mal gut weg und ich wiederum nicht, obwohl ich das Opfer war. Ärgerlich. Naja, Ausfall Stevens gegen Ende. Hat sich also noch etwas Gerechtigkeit breit gemacht. Schöner Rauch und deswegen, ja, da fährt noch ein Williams durch. Muss ich das nochmal zeigen, weil der Rauch so wunderschön verwirbelt wird. Das war nun kein Ergebnis, was ich mir als letztes Rennen so ausgemalt hätte. Aber so ist es nun mal gekommen. Es gibt tolle Rennen, es gibt blöde Rennen und heute war einfach ein blödes Rennen vorgesehen. Vorgesehen klingt so, als ob das jemand bestimmt hat im Vornherein. Das ist nun nicht der Fall, aber das Rennen ist zu Recht die letzte Folge geworden, weil es einfach so kam, wie es kam. Die Rennen verlaufen bei mir nicht nach Drehbuch, das kommt einfach, wie es kommt und deswegen ist diese Folge auch vollkommen in Ordnung. Und so geht dann eben ein Projekt zu Ende, was mich sehr lange begleitet hat, über 13 Monate und genauer gesagt 342 Folgen. Das kann fast ein ganzes Jahr füllen mit 365 Tagen. Das ist schon eine Wucht. Das Spiel hatte seine guten wie schlechten Seiten, will ich jetzt gar nicht groß aufdröseln. Was auf jeden Fall überzeugt hat und warum ich das Spiel so lange gespielt habe, einerseits haben wir eine KI, die im Vergleich zum Vorgänger einfach besser in der Verteidigung und in der Defensive ist und dann gibt's auch noch dieses Fahrgefühl.
Diese anspruchsvolle Fahrphysik, das Gameplay, was für ein Spiel sehr entscheidend ist, das passt hier einfach grundlegend. Und dann haben wir eben auch noch Jeff. Jeff, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir ihn so wiedersehen würden, aber eben in ausgebauter Form. Aber worüber ich mich noch viel mehr freuen würde, wenn ihr in Zukunft einfach wieder weiterhin mit dabei seid. Das wäre mir noch viel wichtiger. Ich bedanke mich einfach für euer Zuschauen. 342 Folgen, ihr wart mit dabei, habt mir auch so viel gegeben, das war einfach toll. Und das bisher längste Projekt werde ich ganz sicher nicht vergessen, dafür war es einfach zu lang. Und es hat ja auch seine Momente, wie eben heute oder eben auch anderswo. Das spricht schon für sich, ja. F1 2016 wird jetzt wahrscheinlich schon anlaufen, schätze ich mal, aber in die Zukunft blicken kann ich nun nicht. Es geht übergreifend dann wohl weiter und es geht auf jeden Fall weiter, das ist klar, habe ich auf jeden Fall vor und wie gesagt, ich würde mich einfach freuen, wenn wir weiterhin zusammenbleiben und deswegen sage ich einfach nochmal Danke an euch und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.